Von Meeresfrüchten über Grillteller bis hin zu Palatschinken. Im Landgasthof Sonne in Haldenwang weht seit November ein neuer kulinarischer Wind. Denn im vergangenen Winter hat hier das Ehepaar Kovacevic das Zepter übernommen. Wir haben überwiegend kroatische Küche, kroatische kontinentale Küche. Aus dem Grund denke ich auch, dass es gut mit der Allgäuer Küche funktioniert. Wir kochen auch allgäuerisch auf den Wunsch unserer Gäste. Viele Familienfeiern sind eigentlich der Punkt, wo wir sagen, der Gast muss sich selber aussuchen können. Also wir kochen einmal Buffet für die, einmal Menü, je nachdem, was sie sich von wünschen. Den Gästen alle Wünsche erfüllen, das ist das Ziel des ganzen Teams. Besonders in der Küche sind alle voller Motivation und guter Laune dabei. Mit frischen Zutaten und kräftigen Gewürzen entsteht hier eine einzigartige kroatisch-allgäuerische Mischung. Wie gefragt eben diese Mischung ist, wurde den Wirten schnell bewusst. Denn ihr bisheriges Lokal in Probstried wurde ihnen zu klein. Mit dem ganzen Team entschloss man sich dann für den Umzug nach Haldenwang. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben diesen Wechsel gemacht und gern gemacht. Wir sind unseren Gästen bieten wir mehr Komfort dadurch. Wir hatten drüben 38 Plätze im Probstried, jetzt haben wir 120 bis 140. Wir haben uns vergrößert aus den Gründen, weil wir immer viele Gäste wegschicken müssten. Jetzt ist er nicht mehr das Problem. Dadurch, dass wir größer sind, nehmen wir mehr Familienfeier ab, mehrere Veranstaltungen auf einmal. Am Sonntag brummt der Laden, wir sind sehr zufrieden. Der Gäste, die den Weg zur Sonne finden, bleiben gerne auch länger in den gemütlichen Räumen. Kein Problem, schließlich hat der Gasthof genügend Zimmer zur Auswahl. Dadurch, dass wir jetzt ins Haus gewechselt haben, haben wir auch Übernachtungsmöglichkeit. Wir haben neun Zimmer, ein wunderschönes renovierte Zimmer. Wenn auch Sie jetzt neugierig geworden sind, finden Sie alle weiteren Infos zur Sonne auf der Homepage sonne-haldenwang.de. Auf tv-allgäu.de/kulinarische-reise sind außerdem alle bisher ausgestrahlten Beiträge unserer Reihe zusammengestellt.